Ah, da bist du ja. Na, wie geht's dir heute, Jody? Gut? Ich störe dich nicht gern beim Spielen und so, aber ich glaube, es wird Zeit, Süße. Ja, es wird Zeit, Beyond the Souls jetzt endlich auch mal mit mir. Nicht nur im Video, sondern auch endlich mal wieder sprechen zu hören. Zeit endlich für Beyond the Souls auf dem PC. Und ja, ohne Witz, es ist Beyond the Souls auf PC. Komm, Kleine, zum Spielen hast du doch nachher noch Zeit. Aktuell noch als Demo, aber in circa 2 Wochen ist es endlich soweit. Dann darf ich das Spiel für euch, mit euch, vielleicht sogar interaktiv, sogar Let's Play. Wir gucken erstmal hier. Da geht's nicht lang, Jody. Ne, stimmt, das war auch das Badezimmer. Schöne Kleidung hat sie. Ich muss ehrlich sagen, die Grafik ist ja sehr doll angelehnt eigentlich an die PlayStation 3, weil das ja eigentlich einmal einst ein Exklusivtitel war für die PlayStation. Aber wir dürfen jetzt endlich auf dem PC wechseln. Ich hoffe, es gefällt mir. Wir spielen hier komplett auf hoch, alles was das Spiel hergibt. Aber wie schön detailreich auch so das Regal da an der rechten Seite ist. Ich bin auch froh, dass die junge Los Dame, jetzt, Jody! Dessen Name gerade gefallen ist. Der Jody. Das Bild von damals auf dieser Tafel heute immer noch gefällt. Und ich hoffe, dir gefällt es vielleicht auch. Und ich würde mich riesig freuen, für den einen oder anderen vielleicht in den Kommentaren. Okay, Nathan wartet auf uns. Ja, Nathan kann auch noch mal einen Moment warten. Alles klar, danke schön. Wir wollen natürlich gucken, was hier so überwacht wird. Okay. Die haben irgendwie immer einen gewissen Blickwinkel von den Räumen oder Ecken, wo Jody sich meistens aufhält. Ne? So, irgendwie ein Eingriff in die Privatsphäre. Also schämt euch bitte. Aber ja gut. Weshalb, wieso die ganze Überwachung, was das ja überhaupt ist für ein Komplex, lernen wir. Ich denke mal, ich hoffe, in den nächsten Tagen vielleicht ein bisschen mehr darüber. Aber wir wollen ja mal Leisen nicht so lange warten lassen. Komm schon, Jody! Ja, Jody kommt schon. Kommst du mit? Ah, verdammt! Ich hab nicht Hi, Cole! So hey, ein Ah, okay, das ist cool. Er ist fast fertig. Er war vor 2 Wochen fertig. Ja, und Hallo, meine fertig. Süße. Du siehst Hallo. Hübsch aus heute. Ja, danke schön. Du siehst aber im Gegensatz zu mir, siehst du richtig grottig aus. Wir sind da. Wochenende soll es regnen. Oh. Dieses Jahr regnet es viel. Gehen wir raus? Aber es wird wirklich kalt dabei. Nein, weiß nicht. Babysitting-Dienst heute, hä, Cole? Hahaha, wirklich witzig, Phil. Geh weiter. Ja, wirklich witzig. Hey, Jody. Na, wie war bisher dein Tag? Ziemlich gut. Oh, ziemlich gut, ja.
Na, was haben wir denn da? Okay, wir setzen das hier jetzt auf. Ist nicht schlimm. Genau wie eine Krone. Okay. Oh ja. Ho, ho, ho. Jetzt bist du eine Prinzessin. Keine Sorge. Es ist alles in Ordnung, mein Schatz. Ich bin nebenan, wenn irgendwas ist, okay? Okay. Dieser Schauspieler zum Beispiel ist original, nennt er sich William Defoe. Also es ist teilweise... Hey Jody, kannst du mich hören? Nein. Weiß nicht. Okay, los geht's. Kathleen ist nebenan. Und sie hat die gleichen Karten wie du. Gut, wir wollen jetzt, dass sie eine Karte zieht und sehen dann, ob du sagen kannst, welche sie gezogen hat. Glaubst du, das wird gehen? Gut. Okay, dann geht's los. Erste Karte. Ich muss echt schon sagen, es ist verdammt früh, morgens, spät in der Nacht. Wie spät haben wir es denn hier? Das ist doch da hier. Oh, okay, alles klar. Es ist kurz nach 3 Uhr morgens. Oh Mann, ich bin sowas von gelöchert. Aber egal, was tut man nicht alles? Ein wenig Spaß. Wobei ich mir das jetzt ja gerade mal angucke, ich glaube, das Spiel ist sogar noch ein Tucken zu laut. Mal sehen, mal runter. Ich sehe 20 und dann machen wir da mal auf 15. Ich hoffe, das geht soweit. Jetzt endlich. Ja, doch, das geht soweit. Alles klar. Wir haben jetzt die Aufnahme. Da war von ihr irgendwie Besitz hier von irgendjemandem Namen. Nächste Karte. Ah. Okay. Alles klar. Ja klar, so für den einen oder anderen ist es vielleicht noch bekannt. Die kleine Jodie da, die kleine Prinzessin mit der Krone, hat eine besondere Fähigkeit. Und mit der besonderen Fähigkeit können wir jetzt halt da mit dem Knopf da in Rot draufdrücken. Und dann sind wir... Siehst du die Karte, Jodie? Moment... Das ist jene. Nächste Karte. Achso, noch eine Karte. Wieder einen auf den da machen. Da wieder. Moment. Das ist jetzt mal ein Problem. Holst der Testperson jetzt bei 45 Schlägen pro Minute. Lassen Sie mal Spaß haben. Und ein. Spürst du das? Die Temperatur ist gefallen. Er ist hier. Wer ist hier? Hallo. William Defoe. Wer ist hier? Hallo. Ich glaube, das stimmt. Nein, nein! Okay. Ach, ist mir egal. Ich mach das jetzt. Hey! Was war das? Sieht aus, als wäre Aiden heute nicht so gut drauf. Er spielt nur mit uns. Weiter mit dem Experiment. Also, William... Hör sofort auf damit, Aiden! Shakespeare da vorne. William Shakespeare. Also, ich muss ehrlich sagen, ich bin wirklich nicht gut gelaunt. Also, reizt mich lieber nicht. Ne? Aber einmal... Aiden, bitte tu es! Nein. Echt jetzt?
bin eigentlich nicht unbedingt so aufgeregt. Kann ich wieder gute Laune haben. Aiden, lass ihn in Ruhe! Ja, komm, ist gut, dann lassen wir ihn in Ruhe. In Ruhe lassen. Okay, funktioniert. Kann ich, tut mir leid. Hey, Greg! Alles klar? Ja. Ja. Ich bin okay. Ist er sicher? Okay. Ja. Dann mal zu der Jutzen hier zurück. Sie hat da die Wellenmuster. Also machen wir das. Gehen wir da hin. Wirklich gut, Jody. Versuchen wir mal was anderes. Da sind ein paar Bauklötze auf dem Tisch im anderen Raum. Kannst du die Klötze vielleicht umwerfen? Ist das dein Scheißernst? Mehr willst du nicht? Na gut. Dann machen wir. Gut, Jody. Kannst du da drin noch was anderes bewegen? Hallo, hast du eine Ahnung? Setzen von Wasser? Oder von den Karten hier durch die Gegend fliegen lassen? Mir von diesem Ordner. Die braucht doch eh kein Schwein mehr, wenn ich hier fertig bin. Und hier den Tisch überhaupt? Den schmeiß ich dir von Mama auf. Tut mir leid, aber mir reicht's. Okay, Jody, Schatz, das Experiment ist vorbei. Verschlossen. Die Tür ist verschlossen. Nein, Kathleen, sie ist nicht verschlossen. Sie klemmt sich ja nur. Raus. Einen Moment, lass ja? Mich hier raus. Los. Ganz ruhig, Kathleen, geh du zur Tür. Du musst jetzt damit aufhören, Jody. Der Test ist vorbei. Du musst jetzt... Lass das, Aiden. Du sollst nichts anfassen. Entschuldigung. Ich wollte... Okay, Jody, Schatz, das Experiment ist vorbei. Es wird niemals vorbei sein. Es tut einem leid. Wir sehen uns. Bis dahin.